Archicads Benutzeroberfläche ist in mehrere Teile gegliedert. Der wichtigste Teil ist das Bearbeitungsfenster. In diesem Fall ist es das Grundrissfenster des Erdgeschosses. Es gibt ein weiteres Fenster, was ein 3D-Fenster ist. Was das genau bedeutet, zeige ich gleich. Und hier können jetzt noch mehrere Fenster sein, angetappt, angedockt, die sozusagen weitere Darstellungen des Modells zeigen. Das ist also ganz klar der wichtigste Bereich. Man kann auch unter Ansicht das Konstruktionsraster darstellen und dann sieht man das vielleicht besser, dass es dieser Bereich ist. Im 3D-Fenster kann man auch die Bearbeitungsebene sich anzeigen lassen. Da muss ich nur mal STRG 0 drücken, jetzt sehe ich sie. Und da sieht man sozusagen so eine Art Boden auf der Höhe 0 mit einem Raster, das gleiche, was man hier auch sieht. Okay, da wird jetzt also gearbeitet, dann geht's weiter. Es gibt natürlich als allererstes die Menüs. Ich blende die mal hier ein, Archicad. Das gibt es nur bei Apple, dieses Menü. Dann gibt es das Ablagemenü. Da gibt es die üblichen Befehle. Zum Beispiel kann man neue Dateien anlegen. Schaut euch auch das Video an von mir, das Start heißt, wo es darum geht, wie man eine neue Datei öffnet, beziehungsweise eine bestehende. Man kann das Projekt schließen, sichern und so weiter. Man kann es publizieren und es gibt vor allen Dingen hier einen wichtigen Bereich, der die Zusammenarbeit mit externen Dateien regelt. Am allerwichtigsten dabei natürlich das IFC-Thema. Da kann man dann regeln, wie der IFC-Export und Import funktioniert. Das gleiche gibt es im Grunde genommen für DXF-DWG. Es gibt noch diverse andere Dinge, die man hier hineinladen kann, wie zum Beispiel Objekte aus diversen Objektbibliotheken, die im Internet zur Verfügung stehen, Punktwolken importieren, Freifläche aus Vermesserdaten erstellen und so weiter. Also die Idee ist klar, hier geht es also darum, externe Daten einzubinden bzw. sie auch rauszulassen. Externe Daten, da gibt es nochmal einen extra Befehl, um Hotlinks zu platzieren. Über diesen Befehl könnt ihr externe Daten einbinden, die heißen dann Hotlinks, externe Zeichnung oder XRefs. Im Grunde genommen handelt es sich immer um das Gleiche, nämlich um Bestandteile von weiteren CAD-Projekten, die ihr hier als Referenz in das Projekt reinladen könnt. Bibliotheken und Objekte, ein wichtiges Thema. Es gibt eine Bibliothek in Archicad, die alle möglichen Objekte zur Verfügung stellt. Die kann man auch erweitern und bestimmte Dinge dazuladen. Das ist alles hier geregelt. Es gibt die Projektinfo, das ist ein wichtiger Teil. Da kann man zum Beispiel eingeben, wie der Architekt heißt, das Projekt heißt etc. Das kann dann in Autotexten wiederum benutzt werden, auch in Planlayouts bei Planköpfen. Und dann gibt es noch die Frage des Druckens, Papierformats. Das ist ein Bereich, den würde man nicht benutzen in einem professionellen Workflow. Da gibt es einen anderen Bereich in Archicad, wo das eigentlich geregelt ist. Das ist hier nur der lieben Ordnung halber, weil das in allen Programmen an dieser Stelle nochmal als Befehlset zur Verfügung steht, deswegen auch hier bei Archicad. Wie gesagt, Drucken läuft eigentlich an anderer Stelle. Bearbeiten, da gibt es wichtige Bearbeiten-Befehle, die jetzt mit dem Editieren von Objekten zu tun haben. Ansicht, da gibt es natürlich alles, was mit dem Thema zu tun hat, was wir hier im Fenster sehen. Es gibt den Bereich der Planung selber, also welche Werkzeuge stehen zur Verfügung. Da sieht man nochmal die Werkzeuge, die es dann auch gleich links in der Werkzeugpalette gibt. Geschosseinstellungen etc. Und unter anderem auch die Kollisionserkennung, die in Archicad eingebaut ist. Dokumentation, da geht es darum, wie kann man eigentlich die Plandarstellung steuern. Welche visuellen Strukturen habt ihr da, wie zum Beispiel die Ebenenkonfiguration, Strukturdarstellung, Modelldarstellung, die ihr hier steuern könnt und einstellen könnt. Wie sehen eigentlich die Dinge auf dem Plan dann aus? Was wird weggelassen? Was wird gezeigt? Auch der Publisher ist hier. Das ist der Bereich, der in Archicad zum Exportieren von Daten dient, also vor allen Dingen zum Drucken und zum Publizieren als PDF. Im Grunde genommen kann man sagen, dass die Menüs fast durchgängig Dinge zur Verfügung stellen, die eigentlich bequemer an anderer Stelle zur Verfügung gestellt werden über Paletten. Optionen, ganz wichtig, Elementattribute, all die Dinge, mit denen ihr arbeitet, Linien, Schraffuren, Oberflächenmaterialien und ganz zentral Baustoffe. Siehe auch mein Video zum Thema Baustoff und Oberflächenmaterialien. Auch hier gibt es einen zentralen Befehl, so eine Art Chefbefehl, das ist der Attribute-Manager. Es gibt hier noch zwei wichtige Teile, die was mit IFC-Modell zu tun haben, Eigenschaftenmanager und Klassifizierungsmanager, die komplexen Profile, die man in Archicad erstellen kann, die Projektpräferenzen, da komme ich gleich nochmal zu, und die Arbeitsumgebung. Also es ist ein bisschen so ein Mix. Im Grunde geht es hier um dateispezifische Dinge, wie zum Beispiel die Zeichenattribute, aber eben auch wie das Projekt selber aussieht, wie das Projekt eingestellt ist mit den Arbeitseinheiten und so weiter. Teamwork ist klar, da geht es darum, wie arbeitet man zusammen an einem Projekt. Beim Fenstermenü, wie in allen ordentlichen Programmen, die wir kennen, haben wir dort alle möglichen Steuerungsbefehle, unter anderem das Reservoir an Symbolleisten und Paletten. Da käme ich dann an anderer Stelle nochmal dazu, welche Symbolleisten habe ich eigentlich in dem Programm, welche Paletten habe ich in dem Programm und wo finde ich die dann auch wieder, falls ich sie mal verloren habe. Kennt ihr vielleicht aus Photoshop auch oder aus anderen Programmen. Das Hilfemenü, ganz wichtig. Wir haben hier die Archicad-Hilfe, die ist sehr mächtig. Wir haben das Referenzhandbuch, wir haben alle möglichen anderen Handbücher, die dann noch dazugehören. Wir haben alle möglichen Links hier. Wir haben hier unten auch die Möglichkeit, uns an- und abzumelden mit unserer Graphisoft-ID. Das ist also die Menüstruktur von Archicad. Wie gesagt, die meisten Befehle können an anderer Stelle besser erreicht werden. Ich habe dann in meiner eigenen Arbeitsumgebung auch noch die wichtigsten Befehle, die ich benutze, in dieser Symbolleiste da oben, in einer eigenen. Da komme ich jetzt auch dazu. Wir haben also das
zentrale Arbeitsfenster. Wir haben hier noch ein anderes Fenster, das ist das 3D-Fenster. Je nachdem, in welchem man arbeitet, wenn ich jetzt Schnitte hätte oder Ansichten oder Details, dann gäbe es hier noch mehr Fenster. Es gibt keine Vier-Fenster-Ansicht wie in anderen Programmen, also wie zum Beispiel bei Vectorworks neuerdings oder auch bei Cinema 4D, wo ich dann vier Ansichten nebeneinander habe, sondern hier ist es quasi über Tabs geregelt. Ich kann mit Control-Tabulator zwischen diesen Tabs wechseln, also nur, dass ihr das gleich wisst. Ihr müsst also nicht immer da oben so doof draufklicken. Ihr könnt natürlich auch über das Fenster gehen und da unten immer hinklicken. Ich glaube, das macht aber keiner. Wie gesagt, Control-Tabulator und dann könnt ihr dazwischendurch wechseln. So, dann kommt es jetzt darauf an, wie die Arbeitsumgebung eingestellt ist. Das ist die Standard-Arbeitsumgebung Studenten 22. Das heißt, wir haben hier oben noch eine Symbolleiste, eine sogenannte. Man kann auch immer den Namen sehen, wenn man hier mit dem Rechtsklick drauf geht. Wenn man es schließen möchte, sieht man hier, wie die eigentlich heißt, Standard. So heißt sie nämlich und man kann sie dann darüber schließen. Und da sind jetzt Befehle drin, die jeder kennt, also wie zum Beispiel rückgängig und wieder ausführen, speichern, Attribute aufnehmen und zuweisen und so weiter und so weiter. Alle möglichen Befehle, die kreuz und quer aus diesen Menüs stammen, sind hier oben in dieser Symbolleiste vereinigt. Dann gibt es hier links die Werkzeugpalette, ganz, ganz, ganz wichtig. Die kann man auch mal so aufziehen. Dann sieht man auch die Namen der Werkzeuge. Die sind sortiert hier in der Standardeinstellung. Wir haben hier Planungswerkzeuge, Dokumentationswerkzeuge. Man kann die auch einklappen und sich die anderen dann anschauen, wie zum Beispiel Schnittansicht und so weiter. Wenn die Befehle ausgegraut sind, heißt das, man kann sie in dem entsprechenden Fenster gerade nicht benutzen. Also im 3D-Fenster kann man das Schnittwerkzeug zum Beispiel nicht benutzen. Deswegen geht man dann wieder ins Grundsatzfenster und dann siehe da, kann man es wieder benutzen. Das sind also die Werkzeuge. Die Werkzeuge klickt man an und dann kann man da was mitmachen. Das Prinzip kennt ihr aus anderen Programmen. Das ist hier genauso. Und Archicad oder die Leute bei Graphisoft stellen sich das so vor. Das ist also für die konkrete Planung, die ja bekanntlich bei Archicad 3D und bauteilorientiert verläuft, eben diese 3D-Bauteilwerkzeuge gibt, die an zentraler Stelle für die Planung da sind. Dann gibt es die Werkzeuge, die dazu da sind, dass man das Ganze dann dokumentiert, wie zum Beispiel Textbemaßung etc. Alle 2D-Werkzeuge sind dann auch hier, weil man sich vorstellt, dass man die nur bei der Dokumentation benutzt, weil man das Modell ja eigentlich aus 3D-Bauteilen erstellt. Und da gibt es noch einen extra Bereich, der einem weitere Modellsichten ermöglicht. Das ist die Logik, die hier herrscht. In meiner Arbeitsumgebung, die ich mir selber zusammengestellt habe, ist das anders geregelt. Also das ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, das ist einfach nur so, wie es voreingestellt daherkommt. So, ich gehe mal wieder auf die Planungswerkzeuge und mache das unten mal so, klappt das mal ein und mache das wieder ein bisschen schmaler. Ihr seht, dass ihr alles so ein bisschen hin und her schieben und verändern könnt. Ihr könnt auch Paletten eben schließen. Durch Rechtsklick kann man da drauf gehen und sagen, Werkzeugkasten schließen. Das würde jetzt natürlich kein normaler Mensch machen. Ihr könnt zum Beispiel hier oben diese Symbolleiste, wenn ihr die nicht braucht, schließen. Und da gibt es noch hier oben rechts eine kleine. Wenn man die auch noch löscht, Attribute schließen, dann ist da oben ein bisschen mehr Platz. Es ist allerdings auch die Symbolleiste weg. Nur, dass ihr seht, dass man das machen kann. Ich kann jetzt auch über Fenster diese Symbolleiste wiederholen. Die hieß Standard. Und da ist sie wieder. Das sind die Werkzeuge, das ist die Arbeitsfläche, das da oben ist die Symbolleiste. Jetzt kommt hier so eine wichtige Palette, die ist hier so quer und länglich. Das ist die Infopalette oder das Infofenster. Wenn ich jetzt ein Werkzeug anklicke, wie zum Beispiel das Wandwerkzeug, dann kommt hier oben so ein Set von Auswahlmöglichkeiten, wo ich dann Einstellungen für diese Wand vornehmen kann, die ich zeichnen werde. Man kann dann da so hin und her scrollen. Ich habe jetzt hier eine extrem kleine Auflösung, damit das auf den Videos besser aussieht. Normalerweise hat man mehr Platz auf seinem Schirm. Da seht ihr alle möglichen Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Ebenenzugehörigkeit der Wand, die Art, wie man sie zeichnet. Wo ist die Referenzlinie der Wand? Welche Bauteilstruktur gibt es? Ist sie monolithisch? Ist sie mehrschichtig? Wie ist die Grundrissdarstellung? Und so weiter und so weiter. Das wird alles an anderer Stelle erklärt in anderen Videos. Nur, was ihr wissen sollt, diese Infopalette ist kontextsensitiv. Das heißt, man sieht immer das, was zu dem jeweiligen Werkzeug gehört. Unterzug zeigt andere Einstellungsmöglichkeiten, Dachwerkzeug wieder andere und so weiter. Jetzt gibt es da unten so einen Streifen. Da gibt es alle möglichen Ansagen. Also zum Beispiel der Maßstab wird hier angezeigt, der eingestellte. Dann gibt es hier die Orientierung. Ich kann die Arbeitsfläche auch drehen. Das könnte in bestimmten Situationen vielleicht sinnvoll sein. Ich kann die Darstellungsgröße einstellen. Im Moment habe ich 100% Darstellungsgröße. Diese ganzen Befehle hier brauche ich eigentlich nicht. Vorheriger Zoom, nächster Zoom, Zoom vergrößern, optimieren. Das kann man auch anders regeln. Navigieren, wie man in dem Projekt klarkommt, also navigatorisch, das zeige ich noch. Deswegen mache ich das jetzt hier nicht an dieser Stelle. Dann gibt es hier die Ebenenkombination, die Strukturdarstellung, das verwendete Stiftset, die verwendete Modelldarstellung, eine möglicherweise verwendete grafische Überschreibung. Das sind also wichtige Informationen, an die man da auf diese Weise herankommt. Wie gesagt, das sind alles Dinge, die man auch woanders einstellen kann, also wie zum Beispiel hier oben bei Dokumentation. Dort kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne das Stiftset Archicad 1 zu 100/200 und dann würde das auch eingestellt hier unten, ja? Also das ist sozusagen redundant. Es gibt es an zwei Stellen, dass man das einstellen kann. Insofern ist das hier unten eine Art Abkürzung.
Dann gibt es in manchen Arbeitsumgebungen, die mitgeliefert werden, noch den sogenannten Navigator. Ich zeige den mal hier kurz an. Das ist der Projektnavigator, der euch einen Überblick darüber liefert, was ihr schon so gezeichnet habt, was ihr in eurem Modell habt. Wie das dann genau funktioniert, das erkläre ich auch an anderer Stelle. Der Navigator hat es in sich und ist auch ein wichtiges Tool. Und es gibt auch mehrere Spalten oder Bereiche, die Modelldarstellung, die Ansichtsbereiche und die Layouts und dann am Ende sogar die Publisher-Sets, Ordner, in die ich Dateien hineinlege, die ich dann drucken will. Also das ist ein wichtiger Bereich. Ich will euch nur sagen, dass es den manchmal auch fest angezeigt gibt. In meinem Fall ist das aber nicht so. In der Arbeitsumgebung Studenten 22 ist der voreinstellungsmäßig ausgeblendet. Man kann ihn aber durch Klick auf dieses Icon natürlich einblenden. Und jetzt nochmal zur Ergänzung und zum Schluss. Und dann höre ich erstmal auf an dieser Stelle. Bei den Fenstern seht ihr noch Symbolleisten und Paletten. Nehmen wir mal zum Beispiel die Favoritenpalette. Die Favoritenpalette ist hier angedockt und zeigt voreingestellte Sets für bestimmte Bauteile. Es gibt voreingestellte Decken und Böden, also genau eine Decke und genau ein Boden. Sogenannte Favoriten, das ist also eine Palette, die kann man ein- und ausblenden. Dann gibt es zum Beispiel die Elementinformation, wenn ich hier eine Wand zeichne. Ich mache das mal kurz und ich die hier anklicke, dann wird hier angezeigt, wie lang die ist und so weiter. Ich kann alle möglichen Informationen hier ablesen in dieser Palette. Und dann gibt es noch die Symbolleisten. Symbolleisten unterscheiden sich von den Paletten im Grunde dadurch, dass sie vor allen Dingen Befehle in Iconform aufnehmen, die ich auch im Menü habe. Also im Grunde genommen sind Symbolleisten eine andere Darstellungsform von Menübefehlen, die ich mir in den Symbolleisten auch noch obendrein selber zusammenstellen kann, in anderer Weise. Das heißt, ich kann Befehle aus dem Ansichtsmenü nehmen, wie zum Beispiel Elemente in 3D, 3D-Schnitt ausführen. Und einen Menübefehl aus dem Optionenmenü, wie zum Beispiel den Attribute-Manager, und kann die in einer Symbolleiste zusammenfassen, die ich mir dann unter eigenem Namen erstelle und dann irgendwo einsetzen kann. Paletten sind mehr oder weniger voreingestellte Fenster von Graphisoft, die man jetzt nicht selber ändern kann oder anders zusammenstellen kann. Paletten sind so, wie sie sind. Symbolleisten kann man sich selber zusammenstellen oder ändern. Soviel zum Thema. So, wenn ihr jetzt da irgendein Durcheinander angerichtet habt, es gibt hier im Optionenmenü einen zentralen Befehl, der heißt Arbeitsumgebung. Das Thema Arbeitsumgebung ist ein großes Thema. Da könnt ihr ganz, ganz viele Sachen einstellen. Die Mehrheit eurer Einstellungen für das Programm, für die Datei, könnt ihr in diesem Bereich vornehmen und auch als Setup speichern. Aber das will ich jetzt noch gar nicht zeigen, weil das noch nicht dran ist. Ich möchte euch nur zeigen, wo ihr sozusagen schnell wieder Ordnung schaffen könnt mit einem Profil. Und das gespeicherte Profil, was wir eigentlich hier verwendet haben, ist Studenten 22. Wenn ich also jetzt so ein Durcheinander da angerichtet habe mit eigenen Symbolleisten und das alles ein bisschen verzogen, möchte das wieder so haben wie vorher, dann gehe ich hier auf dieses Profil drauf, Studenten 22, und alles ist wieder wie vorher. Das war es erst einmal, die Arbeitsoberfläche von Archicad, Arbeitsumgebung, Studenten 22 in diesem Fall. In einem anderen Video zeige ich euch dann, wie ihr das alles auch ändern könnt und euch für eure Zwecke anpassen könnt, so wie ich es auch gemacht habe in meiner eigenen Arbeitsumgebung. Aber hier ging es erstmal nur um das, was ihr seht, wenn ihr das Programm öffnet.